Es war in Delhi, wo sich die chinesischen und indischen Verteidigungschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit trafen. Sie schüttelten sich zunächst nicht die Hand und tauschten dann während der Verhandlungen Vorwürfe und Zurechtweisungen aus. Li Shanfu, der chinesische Minister, äußerte sich zurückhaltender, als er sagte, die beiden Länder sollten die Grenzsituation normalisieren und gemeinsam Vertrauen zwischen den beiden Armeen aufbauen. Gleichzeitig betonte er, dass die gemeinsamen Interessen Chinas und Indiens über den Unterschieden stünden, weshalb beide Seiten die bilateralen Beziehungen und ihre Entwicklung auf umfassende, langfristige und strategische Weise betrachten sollten. Sein Gesprächspartner Rajnath Singh erklärte seinerseits kategorisch, und dies wurde von den indischen Medien hervorgehoben, dass China die gesamte Grundlage der Beziehungen zwischen den beiden Ländern untergraben habe, indem es gegen bilaterale Abkommen verstoßen und ein Pad mit Tausenden von Soldaten geschaffen habe, die entlang der umstrittenen Grenze stationiert seien. Und er fügte hinzu, dass Indien die Beziehungen zu China verbessern wolle, dies aber erst geschehen könne, wenn Frieden und Ruhe an der Grenze wiederhergestellt seien. Eine Woche später sagte der indische Außenminister Subramaniam Jaishankar vor Journalisten nach einem Treffen der SOZ-Außenminister im indischen Staat Goa, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seien nicht normal und können nicht normal sein, wenn der Frieden und die Ruhe in den Grenzgebieten gestört sind. An dieser Stelle muss natürlich daran erinnert werden, dass das Grenzproblem zwischen China und Indien, das zuweilen in bewaffneten Konflikten eskaliert, schon seit Jahrzehnten besteht. Im Mittelpunkt steht eine sogenannte McMahon-Linie, eine ungenaue und verworrene Grenze, die 1914 von den britischen Kolonialbehörden und den Vertretern der lokalen tibetischen Regierung gezogen wurde. Britisch-Indien erbte damals das Gebiet des ehemaligen tibetischen Fürstentums Ladakh, einschließlich Aksai Chin, sowie die nordöstlichen Grenzgebiete, die nach der Unabhängigkeit Indiens in Arunachal Pradesh umgewandelt wurden. China hat diese Linie nie anerkannt, da es Tibet als Teil seines Territoriums betrachtete. Und als England sich aus Indien zurückzog, wurde Tibet zu einem Zankapfel. Der Kampf drehte sich vor allem um Aksai Chin und Arunachal Pradesh, obwohl sie im Großen und Ganzen weder strategisch noch wirtschaftlich wichtig sind. Aksai Chin liegt im westlichen Sektor der Grenze und ist eine fast unbewohnbare Hochlandregion von etwa 38.000 Quadratkilometern. Das Gebiet ist eine Kette von Gletschern inmitten einer unbewohnten Salzwüste. China hat dort allerdings eine Straße gebaut, die die autonome Region Xinjiang-Uigurien mit Tibet verbindet und die inzwischen eine gewisse militärische Rolle spielt. Arunachal Pradesh, dessen Territorium China größtenteils für sich beansprucht, liegt mit einer Fläche von etwa 84.000 Quadratkilometern und 1,4 Millionen Einwohnern im östlichen Teil der Grenze, wird von der Himalaya-Kette durchzogen und ist von dichtem Wald bedeckt. Die gegenseitigen Ansprüche auf diese Gebiete mündeten 1962 in einen blutigen chinesisch-indischen Grenzkrieg. Die indische Armee war trotz der sowjetischen Waffenlieferungen viel schwächer als die chinesische Volksarmee. Nur das Eingreifen der UdSSR und der Vereinigten Staaten verhinderte die totale Niederlage der Armee. Der Krieg führte zur Besetzung von Aksai Chin durch chinesische Truppen, während Arunachal Pradesh in den Händen Indiens blieb. Der Territorialstreit selbst wurde jedoch nie gelöst. Darüber hinaus wurde der Streit weiter verkompliziert, als Pakistan 1963 ein Grenzabkommen mit China schloss und einen Teil von Kaschmir einschließlich Ladakh an China abtrat. Dieser Schritt verärgerte Indien, da Pakistan China nicht nur einen Teil von Kaschmir überließ, der schon immer von Indien beansprucht worden war, sondern auch die Anwesenheit chinesischer Soldaten dort formal legalisierte. Pakistan erwartete offensichtlich, dass Indien mit dieser Entscheidung automatisch seine Souveränität über einen Teil Kaschmirs anerkennen würde. Das Kalkül Islamabads ist jedoch nicht aufgegangen, denn Delhi wird Kaschmir wohl kaum jemals aufgeben. Die Beziehungen zwischen China und Indien haben sich dagegen erheblich verschlechtert. Seitdem sind bewaffnete Zusammenstöße entlang der Linie der tatsächlichen Kontrolle eine beneidenswerte Regelmäßigkeit. Die bedeutendste war im Juni 2020 in Ladakh, bei der 20 indische Soldaten und 4 Chinesen getötet wurden. Der Konflikt entwickelte sich zu einem langwierigen Pad in zerklüfteten Berggelände, in dem jede Seite Zehntausende von Truppen stationierte, unterstützt von Artillerie, Panzern und Kampfjets.
Obwohl Indien und China seither ihre Truppen aus einigen Gebieten am Nord- und Südufer des Pangong-Tso in Gogra und im Galwan-Tal abgezogen haben, halten sie im Rahmen eines mehrstufigen Aufmarsches weiterhin erhebliche Truppen aufrecht. Man kann aber nicht behaupten, dass die beiden Länder keine Schritte zur Beilegung der Grenzstreitigkeiten unternehmen. So wurden 1993 und 1996 Abkommen unterzeichnet, um Frieden und Stabilität in den Grenzgebieten der beiden Länder zu gewährleisten. Im Jahr 2003 kam es zu gegenseitigen territorialen Anerkennungen. Die indische Regierung erkannte Tibet als integralen Bestandteil des chinesischen Territoriums an und China erkannte Sikkim als Teil Indiens an. Im Jahr 2005, während des Besuchs des chinesischen Staatsratsvorsitzenden Wen Jiabao in Indien, unterzeichneten die beiden Länder ein Abkommen über politische Leitprinzipien zur Lösung der Grenzfrage. Inzwischen gibt es bilaterale Mechanismen zur Lösung von Grenzzwischenfällen. Einige Tage vor dem am Anfang erwähnten Treffen der Verteidigungsminister Chinas und Indiens in Delhi fand übrigens die 18. Gesprächsrunde auf der Ebene der Kommandeure der Armeekorps der Streitkräfte beider Länder statt. Nach Angaben der Parteien war sie sehr fruchtbar, da sie zeigte, dass beide Seiten in der gegenwärtigen internationalen und regionalen Situation zu einer weiteren Entspannung der Grenzsituation und einer Normalisierung der bilateralen Beziehungen bereit sind. Es wurde festgestellt, dass die Grenzfrage zwischen China und Indien nun allmählich von Konflikt und Konfrontation in eine Phase der normalisierten Verwaltung übergeht. Die Situation an der Grenze wird daher in Zukunft stabiler werden. Global Times schrieb dazu: Dennoch bleibt die Grenzfrage komplex und deshalb müssen beide Seiten weiterhin Mechanismen auf allen Ebenen und über verschiedene Kanäle anwenden, um so oft wie möglich aufeinander zuzugehen und eine faire und vernünftige Lösung zu finden. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass der Territorialstreit nur ein äußerer Teil des gesamten Komplexes der unruhigen chinesisch-indischen Beziehungen ist. Er hätte im Handumdrehen gelöst werden können, wären da nicht die Rivalität und das Misstrauen beider Länder, die ein normales Miteinander erschweren. Es ist klar, dass China und Indien mit den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt darum wetteifern, die unangefochtene Supermacht in Asien zu werden und daher den Absichten des jeweils anderen misstrauisch gegenüberstehen. Zum Beispiel die Entwicklung von Chinas Seestreitkräften. Peking betrachtet sie, wie die Perlenkette-Doktrin betont, vor allem als das wichtigste Mittel, um die Sicherheit der lebenswichtigen Seewege zu gewährleisten, die Energieressourcen vom Persischen Golf nach China bringen. China ist bereits jetzt in der Lage, innerhalb weniger Wochen 3 bis 6 Marineangriffsgruppen in einer Entfernung von 2500 bis 3000 Seemeilen vom Festland über den Indischen Ozean zu verlegen. Gleichzeitig errichtet Peking in einem beschleunigten Tempo Stützpunkte außerhalb Chinas, um seine Marineoperationen zu unterstützen. So wurde in Pakistan ein Tiefwasserhafen in Gwadar gebaut, in Sri Lanka wurde mit dem Bau eines Hafens in Hambantota begonnen, in Myanmar wurden chinesische Warnsysteme installiert und das Ichavan-Hafenprojekt auf den Malediven wird auf der Grundlage chinesischer Investitionen umgesetzt. Delhi hingegen ist der Ansicht, dass China mit seinen Aktionen beabsichtigt, das Land im Indischen Ozean, der seit jeher zu seinem traditionellen Einflussbereich gehört, zu verdrängen und seine Dominanz in der Region zu erreichen. Indien unternimmt daher große Anstrengungen, um seine Marinekapazitäten auszubauen und setzt auch andere Maßnahmen um, die China seiner Meinung nach daran hindern sollen, seine Ziele zu erreichen. Insbesondere ist Indien dem Quad-Block beigetreten, mit dem die USA versuchen, China im Pazifik und im Indischen Ozean zu konfrontieren und beteiligt sich aktiv an den Übungen, die dieser Block durchführt. Peking seinerseits sieht in den sich vertiefenden Beziehungen Delhis zu den Mitgliedern dieses Blocks eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Zumal die Quad in den letzten Jahren nicht nur ihre Aktivitäten deutlich versteckt hat, sondern auch ihre Zusammenarbeit mit der NATO ausbaut, die China offen als ihren Gegner bezeichnet. Und Beispiele gibt es viele, und zwar in praktisch jedem Bereich. Doch trotz der vielfältigen problematischen Aspekte der Beziehungen zwischen China und Indien ist nicht zu übersehen, dass sie nicht antagonistisch sind. Und das vor allem, weil sie keine ideologischen Komponente haben. Ja, der Aufbau des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen und das demokratische Modell Indiens scheinen sich grundlegend zu unterscheiden. Ihre Interpretationen durch Peking und Delhi weist jedoch eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf, die es den beiden Ländern ermöglichen, aktiv miteinander zu konkurrieren, sich aber nicht gegenseitig zu bekämpfen.
Zweitens sind sich die beiden Atommächte, Indien und China, sehr wohl bewusst, dass eine Eskalation ihrer Beziehungen zueinander bis hin zu einem ausgewachsenen Krieg alle Anstrengungen zunichte machen würde, die sie in den letzten Jahren zur Entwicklung ihrer Länder unternommen haben. Und vielleicht haben sie dann nichts mehr zu beanspruchen, außer den Gletschern des Himalaya. Und schließlich drittens haben China und Indien bei allen Unterschieden viel mehr gemeinsam, vor allem auf der internationalen Bühne. Sie werden sich nicht mit dem Status von Regionalmächten zufrieden geben und sehen sich selbst als eines der führenden Länder der Welt. Daher sind Peking und Delhi in dieser Phase eher natürliche Verbündete, die daran interessiert sind, die bestehende internationale Ordnung zu überprüfen und eine multipolare Weltordnung zu schaffen. Ihre Ansicht stimmt auch bei der Bekämpfung des Klimawandels, der Gewährleistung der Energiesicherheit, der Priorität des Völkerrechts sowie bei vielen anderen globalen Problemen überein. China und Indien arbeiten in internationalen Organisationen und Mechanismen wie den BRICS, der SOZ, dem Russland-Indien-China-Dreieck und so weiter zusammen. Die Staats- und Regierungschefs Chinas und Indiens haben in letzter Zeit wiederholt die Notwendigkeit betont, zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, gegenseitigen Nutzen und gemeinsame Vorteile zu erzielen und für die Zukunft zu planen und auch die umfassende Zusammenarbeit fortzusetzen, auch auf militärischem Gebiet. Das gemeinsame Potenzial Chinas und Indiens wächst also weiter, was dem kollektiven Westen unter der Führung der Vereinigten Staaten natürlich nicht passt, der die globale Hegemonie aufrechterhalten und die Menschheit zwingen will, nach den von ihm erfundenen Regeln zu leben und diese zu ändern, wann immer er will. Deshalb versuchen die USA und ihre Verbündeten, Sand ins Getriebe der chinesisch-indischen Beziehungen zu streuen und Misstrauen und Feindschaft zwischen den beiden Völkern zu schüren. Und erst neulich, als bekannt wurde, dass Indien bevölkerungsmäßig China übertrifft, verbreiteten die westlichen Medien eine Karikatur des deutschen Magazins Der Spiegel. Sie zeigt zwei verschiedene Züge nebeneinander, einen alten und auf allen Seiten überfüllten, das ist der mit der indischen Flagge, der andere ein modernisierter Hochgeschwindigkeitszug mit einer chinesischen Flagge auf dem Rücken, der offenbar hinter dem ersten Zug zurückbleibt. Die Karikatur hat in der indischen Bevölkerung Empörung ausgelöst. Viele indische Internetnutzer und sogar Politiker bezeichneten sie als rassistisch. Die Vereinigten Staaten, die es gewohnt sind, ihre Drecksarbeit mit den Händen anderer Länder zu erledigen, ziehen bei ihrer Eindämmungspolitik zunehmend die Nachbarn Chinas mit hinein. Und in dieser Hinsicht setzen sie viele ihrer Pläne auf Indien, der sich seiner Probleme mit China bewusst ist. Daher umschmeicheln die USA einerseits Delhi, so werden Indien beispielsweise besondere Handelspräferenzen eingeräumt, die Amerikaner sind bereit, Technologie zu teilen und Produkte mit doppeltem Verwendungszweck oder Waffen zu reduzierten Preisen zu verkaufen. Im vergangenen Jahr haben die USA China als Indiens größten Handelspartner überholt. Nach Angaben der Hindustan Times stieg der bilaterale Handel um 48,3% auf 119,42 Milliarden Dollar. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 80,51 Milliarden Dollar. Auf der anderen Seite versuchen die USA, Indien zu einer amerikanischen Streitaxt gegen China zu machen. Insbesondere drängt Washington Delhi ständig dazu, Indien zu einer stärkeren Haltung gegenüber Chinas Bestreben zu bewegen, Taiwan wieder an sich zu binden. Wie das US-Militäranalysemagazin The National Interest schreibt, wird Peking, wenn es diese Pläne durchführt, seine Aufmerksamkeit auf Tibet lenken und Indien muss sich allein gegen die chinesische Aggression stellen. Und das funktioniert manchmal. So warf Delhi im vergangenen Jahr Peking vor, die Straße von Taiwan zu militarisieren. Tatsache ist, dass nationalistische Kreise im Land eine gewisse Stärke und Einfluss auf die Politik des Landes haben. Sie glauben, dass eine engere Bindung an die USA und die Angelsachsen dem Land helfen wird, seine Probleme mit China zu lösen. In dieser Hinsicht kann man der Global Times nur zustimmen, die in ihrer aktuellen Veröffentlichung davor warnt, dass Washington den ukrainischen Trick mit Indien wiederholen und es in einen groß angelegten Konflikt mit China hineinziehen will. Dies würde zu einer Drachen-Elefanten-Rivalität führen, in der sich China und Indien allmählich gegenseitig dezimieren würden. Washingtons ultimatives Ziel, so die Zeitung, ist es, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Daher fordert die Global Times Delhi auf, sich nicht von den süßen Worten der Amerikaner täuschen zu lassen, sondern Probleme, die in der westlichen Welt als akut gelten, mit Hilfe östlicher Weisheit zu lösen.
Was Russland betrifft, so ist es an normalen und konstruktiven Beziehungen zwischen China und Indien interessiert, denn eine Wahlsituation zwischen den beiden ist für Russland unmöglich. Schließlich sind China und Indien seit langem wichtige Handels-, Wirtschafts- und politische Partner Moskaus. Angesichts der gegenwärtigen internationalen Lage, die durch das Verschulden des Westens extrem angespannt ist, wäre es natürlich möglich, einen weiteren Schritt zur Annäherung der drei Länder zu unternehmen, indem man einen neuen Block schafft, der als Rahmen für die Gestaltung der zukünftigen Weltordnung dienen würde. Diese Idee wurde vor kurzem von The Diplomat geäußert, der schrieb, dass Russland, Indien und China sich zu einem neuen politisch-wirtschaftlichen Block zusammenschließen könnten, der auf der Idee basiert, sich gegen die Vorherrschaft des Dollars und die Sanktionspolitik des Westens zu schützen, wenn Moskau, Delhi und Peking hilft, ihre bilateralen Spannungen zu überwinden. Nach Ansicht der Publikation könnte sich eine solche Gelegenheit für Russland bei den Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit oder der Gruppe der 20 ergeben, die bis Ende 2023 stattfinden werden. Eine weitere interessante Idee ist die Verlegung des UN-Hauptquartiers von New York nach Delhi. Einige politische Analysten haben die gleiche Idee geäußert. Wenn Moskau und Peking einen solchen Vorschlag offiziell machen, da die Verlegung des Hauptquartiers aufgrund der destruktiven Politik der USA bereits überfällig ist, wird Delhi mehr als positiv darauf reagieren. Und dies wird sowohl zu einer vollständigen Versöhnung zwischen Indien und China als auch zu einem engeren Zusammenhalt zwischen den drei Ländern führen.